Hallihallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde in Medieval Dynasty. Und ja, ich bin natürlich heute mal wieder ein bisschen flirty. Also nicht ich, sondern meine, wie heißt der? Tusnelda heißt sie, ne? Stand ich schon hier richtig und gehe woanders hin? Ne, wir möchten heute nochmal mit unserem Eckbert ein bisschen flirten. Ich hoffe, der ist heute wieder anflirtbar. Wir schauen mal. How are you? So, Romantik wählen wir natürlich. Das ist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? So, wovor hast du am meisten Angst? Was macht dich besonders wütend? Welche Jahreszeiten magst du am wenigsten? Nicht so wichtig. Okay, nehmen wir das. Es gibt da eine Kreatur, die mich in meinen Träumen verfolgt, seit ich mich erinnern kann. Sie sieht aus wie ein violetter Berg, der alles... Was auf seinem Weg einfriert und ihre gelben Augen bohren sich tief in meine Seele. Ein Berg mit Augen, krass. Aber meine größte Angst ist es, dass keiner meiner Träume und Pläne jemals in Erfüllung gehen könnte. Und ich sterbe, ohne je etwas erreicht zu haben. Oh Gott. Gott. Hast du Brüder oder Schwestern? Was hat dich hierher verschlagen? Die Arbeit kann... uns allen manchmal zu viel werden. Was machst du in deiner Freizeit? Okay, das ist eigentlich gar nicht so uninteressant für uns, weil vielleicht verrät uns das ein bisschen was über seinen Charakter, ne? Ich liebe es, einfach auf dem Boden zu liegen, um mir die Zukunft vorzustellen. Okay, er ist auf jeden Fall ein Träumer. Er ist auf jeden Fall ein Träumer, aber der möchte auch, dass seine Träume in Erfüllung gehen, ne? So, also er hat Angst, dass seine Träume nicht in Erfüllung gehen. Oh Gott, das ist so... Ich glaube, ich habe mich für den richtigen entschieden. Eckbert gefällt mir jetzt schon. Was ist dein Lieblingsessen? Wie war dein Tag bisher? Hast du je einen seltsamen Traum gehabt? Ja, hat er uns gerade von erzählt. Ich glaube, noch weirder geht's nicht. Es gibt bestimmt noch weirder, aber ich glaube, wir fragen jetzt mal einfach nach seinem Geschmack. Einmal hatte der Händler seltsame orangene Früchte mit einer dicken Schale dabei. Ich träume manchmal davon, wie sie geschmeckt haben. Eines Tages ziehe ich in den Süden und pflanze sie selbst an. Also er ist auf jeden Fall ein Träumer. Tut mir leid, okay, jetzt, okay, dreimal reicht ja auch. Genug geflirtet. Alles klar. Wir könnten jetzt noch ein Geschenk machen, aber da wir immer noch super, super wenig Geld haben, lassen wir das, weil die sind nämlich super, super teuer, die Geschenke. Ich meine, wir können ja mal spaßeshalber gucken, ob der Händler für besondere Waren in Piastovia ist. Da wollte ich sowieso hin. Vielleicht haben sich auch da die Preise ein bisschen geändert. Ne? Wir können ja mal schauen. Das hat sich ja bei dem Ferkel letztens auch super positiv herausgestellt, wie günstig die waren. Ich habe das Mikro etwas weit weg. So. ja, schauen wir auf jeden Fall mal nach. Ja, und wenn da aber nichts ist, was wir uns leisten können, dann ist das halt so. Dann sind wir aber nicht umsonst da. Dann gucken wir uns auf jeden Fall nach Wolle und Leinengewebe um. Dafür reicht es auf jeden Fall an Geld. Na, 583 Münzen. Ich glaube, dafür kriegt man doch ein bisschen Wolle und Leinengewebe, hoffe ich zumindest. Weil ich möchte unbedingt wissen, wie es mit diesem Jungen im Fass weitergeht, der ja anscheinend ein erwachsener Mann ist und sich nur als Kind ausgibt, wie auch immer er das macht. Weil mal ganz klar drüber nachgedacht, also ich kenne tatsächlich jemanden, der kleinwüchsig ist. Es ist ein erwachsener Mann, er ist halt kleiner, aber er sieht trotzdem aus wie ein Mann, erstens das. Und zweitens hat er auch eine Stimme wie ein Mann. Ja, das klingt ja nicht wie ein Kind. Also wie schafft dieser Typ es, sich als Jungen auszugeben, als Kind... Und das auch sogar mit Stimme und allem hinzukriegen. Ich bin auf jeden Fall auf die Geschichte gespannt. Deswegen will ich unbedingt gucken, dass wir das kriegen. Um da weiterzumachen. Aber bis ich Schafe frei habe und Leingewebe machen kann. Gut, mit Leingewebe könnte es eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Aber Wolle. Ja. Können wir uns alle nochmal bei den Pferdemädchen bedanken. Danke, dass die jetzt hier sind. Ernsthaft. Es ist so sinnlos. Es ist so sinnlos. Ich kann das ja noch verstehen. Hier, Huhn und Schwein. Das verstehe ich voll und ganz. Ja, okay, Huhn ist klein,
Natürlich ist das günstig und schnell zu kriegen. Und Schweine, und ja, Eier sind natürlich auch eine super Nahrungsquelle. Und Schweine brauchst du halt auch recht früh für Dung, ne, für deine Felder, um Dünger zu machen. Aber okay, ein Lasttier, ein Esel. Vielleicht kann ich sogar den noch entschuldigen. Vielleicht, ja. Aber warum muss jetzt die Gans und das Pferd, was heißt jetzt, ist ja schon lange so. Warum müssen die da noch rein und dann kommt erst das Schaf? Wir haben doch schon Eier und ein Reittier. Warum denn nochmal Eier und Reittier? Das ist Quatsch. Ich will die Wolle da schon dann haben. Also da ärgere ich mich nach wie vor drüber. Und das ist tatsächlich, glaube ich, weil dieses Reittier damals ins Game kam und die ganzen Pferdeleute unbedingt wollten, dass das möglichst früh da ist. Ich bin ja gar nicht sauer. I don't judge anyone. Aber meine Schafe, warum haben sie das mit den Gänsen und mit dem Pferd dann noch so schnell nach vorne gebracht? Das verstehe ich halt nicht. Okay, der Händler für besondere Waren hat anscheinend hier seinen eigenen Marktstand. Das ist auch mal was Neues. How are you? Wenn das immer noch der Händler für besondere Waren ist. Ist er. Und ist auch immer noch scheiße teuer. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Guckt euch das an. Mann, ich weiß ja auch noch gar nicht, was er für einer ist. Ich schätze ja mal einen Träumer. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was für so ein Träumer gut ist. Ich schätze mal hier so ein Amulett und sowas, ne? Magnetstein. Also ich hatte vorher, als ich Rassimir gespielt habe, irgendwie jedes Mal das Glück, dass ich irgendwie so ein Arbeitstier als Frau hatte. Ich hatte also noch nie was anderes. Und das ist jetzt für mich... Mein Gott, was für eine gruselige Stimme war das gerade? Boah, das muss ich nochmal beim Schneiden genauer anhören. Das war gerade voll gruselig. Ich hoffe, das war wirklich hier im Game und nicht in meinem Kopf. Boah, das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gehauen. Da war gerade voll die... Das warst bestimmt du. Du bist bestimmt der Antichrist. Ey, da war gerade eine Stimme, die klang wie drei kleine Kinder gleichzeitig, die synchron sprechen. So kam das gerade bei mir an. Das war voll gruselig. No refunds. And I don't care that it's been less than 2 hours. Ja. Hier. Sieh mal meine Fackel an und bedien mich. Gott. Boah, ey, einfach diese Stimme gerade. Ich glaube, der hat gar nicht so, was ich... Doch, Leingewebe hat er, da brauche ich auch nur eins. Das ist aber immer noch teuer. Wolle. Wolle. Auch teuer. Nicht so teuer, wie ich es befürchtet hatte. So, das geht gar nicht. Aber... Best goods in the so long. Für eine arme Sau wie mich immer noch teuer genug. So, dafür können wir jetzt wieder zu diesem seltsamen Jungen gehen und hören, wie die Story da weitergeht. Die ist echt confused, ja. Also da möchte ich echt mal wissen, wie schafft er das? Was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du es, ewig jung zu sein? Der hat bestimmt Krummelnusspillen gegessen. Und wer einer weiß jetzt nicht, was Krummelnusspillen sind, dann guck bitte die alten Pippi Langstrumpf-Filme. Oder liest die Bücher, noch besser. Na, no, liest Bücher. Also ich habe ja das Gefühl, jedes Mal, wenn ich von Piastovia direkt zu dem Fischerdorf gehe, nach Ostoria. Da ist irgendwie jedes Mal irgendwas. Banditen, tollwütige Wölfe, keine Ahnung. Ein UFO. Nein, das nicht, aber falsches Game. Aber irgendwas passiert hier immer. Deswegen, wir bleiben wachsam. Und haben den Bogen mal draußen. Wobei, ich glaube, ich mit der Axt mittlerweile besser zurechtkomme. Ich komme mit dem Bogen immer noch zurecht, aber... Hab nicht so gute Pfeile gerade. Boah, vor der Abgrund. Oh, ja, siehst du, da sind sie schon, die Wölfis. Die Wölfis. Ich renne einfach mal vor denen weg.
Es klappt. Gut. So, Brunner da. Natürlich schön querfeld ein. Warum sollten wir auch wie gesittete Menschen den Weg gehen? Ich renne die ganze Zeit und es ist Sommer. Aber wir haben noch keine Zeit, wir wollen noch mit dem Kind quatschen. Mit dem Kind, was kein Kind ist. Wahrscheinlich. Was auch immer es ist. Wir wollen es wissen. Mein Gott, ey, ich bin jetzt so gespannt, wie das weitergeht, wirklich. Okay, Mr. Strange. Yannick, genau. Ach komm, erzähl mir keinen. Du bist zurück, danke für die Sachen. Das hier wird beeindruckend werden, so komme ich hier weg. Warte, worum geht's dir? Weißt du, vor ein paar Jahren habe ich in einer Stadt aus Stein gelebt und ich war der Lehrling eines Mannes, der sich selbst Alchemist nannte. Oh, jetzt kommt's. Oh Gott. Er hat verschiedene Gebräue hergestellt, aber auch ungewöhnliche Substanzen. Eine davon machte zum Beispiel den Boden rutschig, so dass es einfacher wurde, schwere Gegenstände zu bewegen. War es vielleicht ein zu stark konzentriertes Reinigungsmittel? Das war eine faszinierende Zeit. Ich habe viel gelernt, aber mein Meister wurde alt und eines Tages trank er aus Versehen eine Flasche Rostentferner. Ach, jetzt hör auf. Eine schreckliche Art zu sterben. Seine Werkstatt wurde von jemand anderem übernommen und ich landete auf der Straße. Das erklärt noch überhaupt nichts. Sicher wusstest du viel, konntest du nicht woanders Arbeit finden? Du hättest ein paar der Ideen deines frühen Meisters verkaufen können. Was ist schiefgegangen? Lass mich raten, der einfache Pöbel hat deine Fertigkeiten einfach nicht verstanden. Wir nehmen mal die zwei. Ich hatte keine Ausrüstung und keine Zutaten mehr. Ich habe mich in die Werkstatt geschlichen, um ein paar zu holen, aber ich wurde von den neuen Besitzern erwischt und als Gesetzloser gebrandmarkt. Sie wollten mir die Hände abschlagen, aber ich habe es geschafft, aus der Stadt zu fliehen. Den Rest kennst du. Ich bin von Dorf zu Dorf gewandert, habe oft so getan, als wäre ich ein Kind, was mir Essen und Obdach einbrachte, aber immer nur für eine Weile. Dieses leuchtende Gebräu wird mir dabei helfen, einen neuen Meister mit einer richtigen Werkstatt zu finden. What? Ich will aber immer noch wissen, warum. Was bist du denn jetzt? Erklär dich. Ich weiß jetzt, wie du hier gelandet bist, okay, aber warum bist du kleinwüchsig? Oder hat dein Alchemistenmeister vielleicht noch andere Substanzen gemacht, die irgendwas bewirkt haben könnten? Ich will's wissen. Ich glaube, du bist auf den Kopf gefallen. Eine leuchtende Fiole? Unfug. Ich dachte, du würdest etwas in der Art wie ein Sud gegen juckende Füße herstellen. Du hast mich überrascht. Du wirst viele Glühwürmchen dafür brauchen, aber was hat das mit Alchemie zu tun? Nein, nein! Im Inneren befindet sich Wolle und ein besonderes Destill aus Wein und Kräutern. Du entfernst den Korken und fügst ein Stück Leingewebe hinzu und zündest es an. Es leuchtet besser als eine Fackel. Wieso will ich das jetzt ausprobieren? Das klappt nie. Das klappt bestimmt. Ich bin nur so blöd. Ich habe gehört, im Wald bei dem Dorf im Norden lebt eine Kräuterkundlerin. Nein. Würdest du mir... Oh, nee. Würdest du ihr meine Arbeit bringen und sie fragen, ob sie mich als Lehrling annehmen würde? Du kommst in der Wildnis sicher besser zurecht als ich. Och, nö. Na gut, gib mir diese Erfindung. Ich bin ein bisschen ernüchtert. Ich hätte jetzt gerne mehr über dich erfahren. Warum du bist, wie du bist. Winzig. Nee, ist mal ernsthaft, aber er kann sich doch nicht als Junge ausgeben, wenn er wie ein Mann klingt. Er müsste doch auch behaart sein und... Wie macht er das? Aber vielleicht klärt es sich ja noch. Wir warten mal ab.
Wir warten mal ab. So, ich muss jetzt in das Dorf ganz im Norden. Und das bedeutet Klonika. Da ist auch schon... Okay, da ist auch schon das Ausrufezeichen. Nee, das ist weit. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal heim und schlafen die Nacht weg. Und dann ab nach Klonika. Wir wollen ja, dass der junge Mann oder was auch immer gut untergebracht ist. Also ganz ehrlich, im Mittelalter waren ja auch Kinderlehrlinge. Also selbst wenn er jetzt, sag ich mal, kein kleines Kind mehr ist, vielleicht ist er einfach noch ein kleiner, also ein Backfisch oder so, wie sagt man dazu? Ein Teenager. Und macht sich einfach jünger, als er ist und hat noch ein sehr jugendliches, junges Aussehen. Das kann ja alles sein. Also Kinder haben im Mittelalter schon Lehre angefangen, wenn sie Glück hatten und eine bekommen haben, irgendwo Lehrling wurden. Und da war es aber nicht wie heute, ne? 3 Jahre und du bist fertig. Du bist dann mit der Lehre fertig, wenn ein Meister sagt, ich kann dir nichts mehr beibringen. Und das könnten auch mal 8 Jahre gewesen sein. Naja, aber es war auch nicht ungewöhnlich, sein Kind schon mit 7 oder 8 in die Lehre zu schicken. Es gab auch schon tatsächlich da Arbeitsverträge, Lehrlingsverträge. Also ich weiß das, weil ich darüber mal eine Doku gesehen habe. Und die haben da auch Originalverträge aus der Zeit gehabt, die sie mal gefunden haben und konnten die also übersetzen. Das war sehr, sehr interessant. Natürlich nicht hier Frühmittelalter wie zu der Zeit, ne? Okay, da wahrscheinlich eher nicht. Da konntest du ja nicht mal lesen und schreiben. Aber es gab tatsächlich da... Ich meine, das konnten die auch damals zu der Zeit nicht. Hier 1400, 1500, was weiß ich. Wo sie da in die Lehre gingen, die Jungs. Die konnten auch nicht wirklich lesen und schreiben, die meisten. Wahrscheinlich auch deren Eltern nicht. Aber es war trotzdem immer wichtig, so ein Dokument da zu haben. Ne, weil irgendeiner kann halt lesen und dann, es muss ja anerkannt sein. Deine Lehre muss ja auch anerkannt sein und sowas. Und war auf jeden Fall um einiges komplizierter als heute. Um einiges komplizierter. Ne, du hast dann auch bei deinem Meister gelebt. Und der war dann dein Vormund. Punkt. Nichts mit Feierabend, ich mache, was ich will. So. Ja, also sollen wir froh sein, heute haben wir Kindheit und die Lehre beginnt später. Aber Leute, macht eine Lehre, ist wichtig. Aber bitte nicht für 7 oder 8 Jahre. So. Wir schlafen die Nacht weg. Und laufen jetzt mal nach Klonika. Ich weiß jetzt schon, das wird natürlich wieder mit Gefahren verbunden sein. Deswegen zücken wir jetzt schon unseren Bogen. Hoppala. Entschuldigung. Und los geht die Reise. Natürlich erstmal wieder nach Piastowia. Wir gehen einmal quer durchs Dorf. Ein bisschen Sicherheit genießen. The heat is unbearable. Ach so, ja, mir ist heiß. Verflucht. Ja, pass auf, da müssen wir... Oh ja, komm. Das ist super. Wir müssen jetzt ganz weit weg in die Wildnis. So. Und laufen mal halbnackt durch die Gegend. Ist doch klasse. Das hat mir nicht wirklich geholfen, ne? Mir ist immer noch zu heiß. Aber eigentlich ist es doch auch besser mit dem Teil, weil das gibt mir doch Kühlung. Ja. Hitze schon einfach nur 2%. Nur 2%, das ist nicht viel. Okay, ein bisschen Geld habe ich noch. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas Leichtes, was ich mir anziehen kann, in Piastowia gekauft. Weil ich will jetzt echt nicht an einem Hitzschlag sterben. Ja, ja, ich weiß, ich tue dir nicht gut. Ich renne auch noch die ganze Zeit. Komm, kühl dich mal ab. Oh, herrlich. Aber ich will ja auch nicht nach Klonika joggen oder schleichen. Echt? Das kühlt die nicht ab? Guck mal, die schwimmt ja schon fast. Und hier jetzt zack unter Wasser. Mein Gott, ist das Wasser auch schon so warm? Ist das hier eine Badewanne oder was? Aber kennt ihr das, wenn ihr im Sommer euch abkühlen wollt und dann ist das Wasser... Erstmal am Anfang noch so total warm.
Also wenn ihr am See schwimmen geht oder sowas, dann ist das selber noch so total warm, wenn ihr erstmal nur so einen Fuß reinhaltet. Also richtig im Hochsommer meine ich jetzt, ne? Und erst wenn ihr ein Stück weiter drin seid, dann kommt die Erfrischung. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du da stehst. Ich bin dir einfach über den Kopf gesprungen. So. Vielleicht kriege ich ja noch was zum Anziehen hier, was mich ein bisschen runterkühlt. Wie ist er denn? Hä? Achso, da unten hockt sie. Die nicht gesehen. Zeig mal, was das. So. So klingt die. Irgendwas, was leicht. Kurzärmige Tunika. Er hat aber auch nur einmal Hitzeschutz mehr. Also nur einen Punkt mehr. Ach nee, gar nicht wahr. Das sind drei. Das sind fünf insgesamt und drei zusätzlich. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich kann es mir sogar leisten, bin aber natürlich dann wieder arm wie eine Bettelmaus. Aber komm, wir müssen was tun gegen diese Hitze. I've been a vendor since before you could walk. Okay, thank you. Have a good day. Kratzt mir der Hals. So. Sieht aus wie ein Sack. Und kühler ist uns auch noch nicht, aber vielleicht kommt das ja gleich noch. Es braucht vielleicht erstmal ein bisschen, bis wir temperieren. Sieht schlecht aus, ne? Mir wird irgendwie nicht kühler. Ich hab das Geld umsonst verballert. Ja, doch ein bisschen ist jetzt der Pfeil hochgegangen, aber nur ein bisschen. Aber ich bin nicht lebensgefährlich bin ich nicht überhitzt, ne? Also ich verliere keine Lebenspunkte, sehe ich. Gut, dann ist das doch eigentlich die Hauptsache. Bin den falschen Ausgang rausgegangen. Shit. Hoppla. Ja, ich weiß. Es ist warm. Jetzt höll nicht. Wird ja auch nicht kühler von. Was soll ich denn machen? Witze ohne Hose. Gott, hängt sie in Unterhöschen. Mit Rüschen, habt ihr gesehen? Die hat Rüschen in der Unterhose. Oh Gott. Oh Gott, wenn das mein neuer Freund wüsste. Hier im Game, der. Wie hieß er noch? Eckbert. Wenn das der Eckbert wüsste. Laufe ich hier alleine durch die Wildnis in meinen Rüschen-Shorts. Kühlt das immer noch nicht. Doch ein bisschen kühlt aber auch das. Da geht auch der Pfeil ein Stückchen. Ja, ein bisschen hat das gekühlt, aber nicht hier noch. What a scorcher. Was trage ich eigentlich für Schuhe? Hoffentlich nicht noch die Pelzschuhe. Nein. Gut. Das würde ja dann was erklären, ne? So, das letzte Mal waren hier ganz fiese Banditen an der Brücke und haben gelauert. Ich habe die zwar schon weggemacht, aber wer weiß, ob nicht wieder neue da sitzen. Aber noch hat mich nichts angegriffen. Ist das überhaupt die richtige Brücke? Aber ich glaube schon. Also eigentlich war hier ein Hocker. Aber das war ja, glaube ich, noch im Frühling. Wahrscheinlich sind die despawned. Ich habe die Fackel rausgeholt, klar. Und ich bin von der Brücke gesprungen. Ins kühle Nass. Das ist echt scheißegal, ob ich da mit dem Kopf unter Wasser bin. Sie glüht einfach weiter. Ich finde das irgendwie gar nicht so blöd mit der Beeinflussung des Wetters, weil wir hatten zwar immer, wenn wir jetzt bei uns mal geguckt haben. Moment. Was fehlt? Dünger wieder, ja.
Wir hatten ja immer so hier, genau, wir haben ja hier immer diese Anzeige gehabt, auch mit der Temperatur, aber wirklich was großartig gravierend geändert hatte sich ja nie, egal welche Jahreszeit war. Und jetzt merkt man mal wenigstens, was der Unterschied der Jahreszeiten ist, ne? Oh nein, Schweine. Nicht gut. Oh, da ist es. Weißt du eigentlich, wie warm mir ist? Ich habe keinen Bock zu kämpfen. What a scorcher. Oh, das war schon. Jetzt muss ich mir echt noch körperliche Anstrengung geben. Das Rennen durch die Pampa ist ja nicht genug. Und da ist noch eins. Da hinten. Ach komm. Ich hab gar keinen Bock auf noch mehr Schinken. Ich brauche aber Jagd-Skills. Was? Noch eins? Da. Ja. Macht mich gar nicht so schlecht mittlerweile. Oh nein. Okay, ich muss mal eben nah ran. Du bist. War ein Phantomgrunzen? Ah nee, da ist es doch wieder. Sag mal, ich höre dich doch. Ach, da bist du, Sau. Hier ist aber noch eins. Da. What is Kota? Ha! Ich hab wieder kein Messer. Es liegen hier drei tote Schweinchen. Ach, komm. Kann doch jetzt nicht angehen. Reicht das? Natürlich nicht. Noch einen zweiten Stein, na klar. Ja, ich kann das doch hier nicht einfach liegen lassen. Wie sieht das denn aus? Ernsthaft? Doch nicht genug Stöcke. Ich dachte, ich hätte genug. Ich will keinen Löwenzahn. Oh, seriously, jetzt ist hier nichts da. Gerade bei der Axt geguckt und nicht beim Messer. I'm bowling. Ja, ich weiß, sie geht jetzt so schlecht. Guck dir den an, den gibt's auch nicht mehr besser. Der zuckt noch. Guck mal, da die Hufe bewegt sich noch. Das ist makaber. Das gute Fleisch können wir doch hier nicht verkommen lassen. Ja, jagen. Jawohl, endlich. Das Jagen geskillt. Oh Gott, da ist ein Banditenlager. Und ich glaube... Ist das verlassen oder nicht? Ich bin gerade so unsicher. Ich muss was trinken erst. Bevor ich mich erschießen lasse. Henkers Mahlzeit. So. Hallo? Ist jemand da? Nö. Sieht aber gar nicht so verlassen aus. Die sind ja noch ganz schöne Sachen. Boah! Boah, scheiß Wolf! Nein, jetzt bitte nicht am Wolf verrecken. Nein, 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 das ist nicht cool. Oh, ich box ihn. Genau, box ihn. Warum kriege ich da nicht die scheiß Axt gezuckt? Hab ich keine. Scheiße, jetzt gehe ich hier drauf. Das war... Hat der Wolf das hier hingebaut? Nein, 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 nein. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, ich habe keine Axt. Super, warum nicht? Wo ist die Axt? Oh Gott. Jetzt reicht's, Fifi. Oh nein, ich geh jetzt sowas von drauf. Toll.
Toro. Was ein Drecksvieh. Weg ist es. Ich konnte gar nicht zu Ende plündern. Jetzt habe ich Angst, dass ich gleich sterbe und ich bin fast im Dorf. Ein Klonika. Oh, ich muss ja da lang. Hört ihr das? Der jault einfach alles. Ich hau ab. Nein, da ist der nächste Wolf. Mami. Und ich sag noch, hier passiert allerhand immer wieder. Boah, was ein Tag. Oh, ich bin fast tot. Ich muss es schaffen. Komm, da hinten ist das Dorf. Ich muss es schaffen. Oh mein Gott, was für ein riesiger See. Warum? Um Gottes Willen, ey. Bin ich hier echt gerade fast an einem scheiß Wolf verreckt. Ich habe 3 Wildschweine geplättet. Dann finde ich so ein verdammtes Lager und dann kommt da einfach ein Wolf aus dem Nichts geschossen. Hat der Wolf das dahin getan, um Leute anzulocken? Was ist das für ein Scheiß? Oh mein Gott. I'm bowling. Ja, wir sind da. Juhu. So. Ist sie denn? Ist sie hier in dem Haus? Ah, da hinten läuft sie. Ha, ich sehe sie. Mist. Nein! Nein! Oh, das ist so ein Scherz. Alles hier verbaut. Ach, stürzt dich, wenn ich mich daneben pflanze. Hat einen echt harten Tag. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Hier sitzt schon jemand. Hallo? Wie unhöflich. Ich bin... Der ignoriert mich. Let's get some bugs. Damn, it's hot. Nee, das ist ja, unglaublich. So. So, willkommen, was kann ich für dich tun? In Astoria gibt es einen jungen, weisen Jungen. Sein Traum ist es, die Alchemie zu erlernen. Könntest du ihm helfen? Yannick, ein kleiner Junge, hat etwas Erfahrung gesammelt, während er einem Alchemisten geholfen hat. Er fragt, ob er dein Lehrling werden könnte. Ein Junge, der nicht wirklich jung ist, obwohl es den Anschein macht, hat ein leuchtend grünes Gebräu hergestellt. Er würde gerne von dir lernen. Okay, das nehme ich. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich das verstehen soll, aber wenn es um Lehrlinge geht, bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich arbeite gerne alleine. Meine Kräuterhütte ist in diesen Tagen mein Zufluchtsort. Da sitzt ein Kind neben dir. Kannst du jemand anderen empfehlen? Der Junge hat die seltsame Angewohnheit, Gebräu aus ungewünschten Substanzen herzustellen. Wie diese merkwürdige Fiole. Verrückte Rezepte, Experimente und ungewöhnliche Inhaltsstoffe? Dafür gibt es jemanden, aber ich würde ihm niemals einen Lehrling anvertrauen. Es sei denn, du willst riskieren, dass der Junge selbst als Zutat in irgendeinem alchemistischen Gebräu landet. Wenn sich seine Arbeit bis hierher herumgesprochen hat, muss er einiges wissen. Wer ist es? Das ist perfekt. Ich glaube, das wäre genau der Richtige. Okay, wir nehmen das. Ich wurde von einem Mann überrascht, der mit einem Topf hinter dem Busch hervorsprang und meine Exkremente ansammeln wollte. Netter Kerl. Leider wusste ich in diesem Moment nicht. Aber immer, wie auch immer, such im Sumpf nach ihm. Viel Glück. Ach, den kennen wir. Ja, ja, der ist Gaga. Den kennen wir. Danke, zum Glück habe ich schon eine Art Probe für ihn. Aber keine Exkrementenprobe. Keine Stuhlprobe. Nee, wir wissen, wer das ist. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber das ist dieser komische Typ hier bei Piastovia. Der da. Der ist es. Der da. Ja, ja, der war ein bisschen gaga. Ich kann mich an den erinnern. Der war echt strange. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ich den Weg nach Hause überleben werde, aber das werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann reinziehen. Ob das funktioniert, dann gehen wir zu diesem Verrückten im Sumpf und gucken mal, dass wir den Yannick bei dem lassen können, dass wir den da unterkriegen. Ich glaube, der kann auch ein bisschen Gesellschaft gebrauchen, denn ich glaube, die Einsamkeit im Sumpf hat ihm über die Jahre nicht sehr gut getan. Seien wir ehrlich.
Ja, Leute, wenn es euch sonst gefallen hat, dann freue ich mich darüber. Und wenn ihr das mit einem Daumen nach oben zeigt, dann freue ich mich natürlich noch mehr. Und wenn ihr gerne wissen wollt, wie es hier weitergeht, abonniert doch gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, ob Yannick bei dem komischen Kerl im Sumpf landen wird oder nicht. Wie es mit meinem zukünftigen aussieht, hier mit Eckbert, erfahren wir dann auch noch. Jetzt, wo die zarte Knospe der Liebe schon erblüht. Ja, ansonsten haut was gerne in die Kommentare raus. Auch darüber freue ich mich immer wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Abend und bis dahin. Bye, bye.